Hallo und willkommen zu diesem Webinar Intelligente Fertigung, Industrial IoT Leben bzw. Erleben. Mein Name ist Marcel Törpe. Ich bin ein sogenannter Solutions Architect bei Amazon Web Services in Deutschland und betreue in dieser Rolle Kunden sowie Partner rund um SAP-Lösungen sowie technische Fragestellungen auf der AWS-Plattform. Wir haben einiges vorbereitet. Ich hoffe, es ist etwas Spannendes für Sie dabei. Wenn ich sage wir, da bin ich, wie Sie sehen, nicht alleine, sondern freue mich ganz besonders, dass wir diesen Vortrag gemeinsam mit der Alexandra Altermann von der SAP sowie dem Dominik Schäfer von unserem Advanced Partner Syntax gestalten können. Alexandra und Dominik, könntet ihr euch kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, Marcel. Dann beginne ich da mal. Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Alexandra Altermann. Ich arbeite als Business Development Manager für die Themen rund um Industrie 4.0 in Mittel- und Osteuropa bei SAP. Dann mache ich gleich weiter. Mein Name ist Dominik Schäfer. Ich bin Solutions Architect bei der Syntax Systems GmbH im Bereich IoT und Data Science und betreue Kundenprojekte und entwickle dabei End-to-End-Lösungen für unsere Kunden. Vielen Dank euch beiden. Was erwartet Sie heute? Unser Vortrag gliedert sich grob in drei Teile. Zunächst gehe ich auf die Frage ein, warum IoT im industriellen Umfeld, was sind die Chancen und Trends, sowie warum ist unserer Ansicht nach die Kombination von SAP-Lösungen mit dem AWS-Portfolio eine einzigartige Möglichkeit, diese umzusetzen. Dominik wird uns danach die Industrial IoT-Lösung der Syntax vorstellen und berichten, wie Sie Ihrem Kunden, einem führenden deutschen Anbieter von Elektromotoren, mit dieser Lösung helfen können, Maschinendaten effizient auszulesen und mit SAP zu verknüpfen. Alexandra wird hierbei ergänzend die SAP Intelligent Asset Management Suite vorstellen und vor allen Dingen auf das Produkt Asset Intelligence Network eingehen, welches Kunden ermöglicht, Informationen von Herstellern, Dienstleistern und Anlagenbetreibern auf einer cloudbasierten Plattform zu vereinen. IoT ist heutzutage ein sehr häufig verwendetes Buzzword. Aber warum sprechen wir so viel darüber und gerade auch im industriellen Kontext? Einfach gesagt, Internet of Things erlaubt es Unternehmen, einerseits die Effizienz in Produktion und Fertigung zu steigern und andererseits neue Geschäftsmodelle bzw. Dienstleistungen aufzubauen und zu unterstützen. Allerdings muss man auch ehrlich sein, das reine Sammeln von Daten von Sensoren und Maschinen ist nur ein kleiner Teil. Die Kunst liegt im Grunde darin, Mehrwert aus den Daten zu ziehen und mit modernen analytischen Fähigkeiten, den Möglichkeiten von Cloud Computing sowie vielen existierenden Bestandssystemen im Unternehmen eine leistungsfähige Gesamtarchitektur aufzubauen. Ein Unternehmen, ein gutes Beispiel aus Deutschland, was hier insbesondere vorangeht und auch durch die Medien ging, ist der Volkswagen-Konzern. Volkswagen und Amazon Web Services bauen aktuell gemeinsam die sogenannte Volkswagen Industrial Cloud auf. In der Volkswagen Industrial Cloud werden künftig die Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus sämtlichen 122 Fabriken des Volkswagen-Konzerns zusammengeführt. Das hilft, Abläufe und Prozesse in der Fertigung zu optimieren und so Produktivitätssteigerungen in den Werken zu ermöglichen. Langfristig geht es zudem auch um die Integration der globalen Lieferkette des Volkswagen-Konzerns mit über 30.000 Standorten von mehr als 1.500 Zulieferern und Partnerunternehmen. Gemeinsam mit AWS legt Volkswagen seine Industrial Cloud deshalb als offene Industrieplattform an, die perspektivisch auch weitere Partner aus Industrie, Logistik und Handel nutzen können. Bevor wir uns später vor allem auch die operativen Vorteile von Industrial IoT anschauen, lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die aktuellen Trends werfen. Und hier stechen im Grunde vier große Bereiche heraus. Allem voran ist das zum einen der Wunsch nach weiterer Individualisierung von Produkten. Ein prominentes Beispiel, wie ich finde, hier sind zum Beispiel die Sportartikelhersteller. So ist es bei neuen Sportschuhen mitunter schon möglich, diese nach eigenen Wünschen zu gestalten und mit persönlichen Farbakzenten und Schriftzügen auszustatten. Und zwar nicht in einer Manufaktur, nein, sondern durch intelligente Massenfertigung. Ein anderer Trend ist, dass Besitz immer weniger wichtig wird und der Wunsch von Kunden nach einem Pay-as-you-go-Modell steigt. Und last but not least, die weitere und stetige Automatisierung von Geschäftsprozessen. Bei all diesen Trends ist unserer Ansicht nach IoT ein Schlüsselelement. Lassen Sie uns das nun auf SAP und AWS übertragen. Ich habe hier mal die typischen Schritte aufgelistet, um die man sich in der Regel in einem IoT-Projekt kümmern muss, sowie einige Herausforderungen in diesem Bereich. So existieren in vielen Unternehmen heute bereits große Datenbestände, beziehungsweise gibt es Maschinen, die diese in großer Anzahl erzeugen.
aber man hat bisher oft keinen Zugang gefunden. Und wie schaffe ich es jetzt, die Daten nutzbar zu machen, kosteneffizient abzuspeichern, anzureichern und dann von modernen Entwicklungen, beispielsweise im Bereich Machine Learning oder künstliche Intelligenz, zu profitieren? Hier denken wir, können SAP und AWS Ihnen bestmöglich helfen. Lassen Sie uns jetzt einmal den Prozess von links nach rechts durchlaufen. Alles beginnt natürlich mit dem eigentlichen Sammeln der Daten von Sensoren, Maschinen und anderen Endgeräten in der Fertigung. Hier geht es vor allem um die Integration, das heißt das Anzapfen der Daten. AWS bietet hier mit AWS IoT Greengrass eine Vielzahl von unterstützten Protokollen an, sowie Adaptern von den entsprechenden Herstellern und Partnern selbst, wie zum Beispiel der Firma Siemens, um dies einfach und effizient zu gestalten. Eine andere zentrale Komponente ist das sogenannte Edge Computing. Pre-Processing von Daten oder auch Entscheidungsfindung in der Produktion erfordern oft kurze Latenzen und schnelles Feedback. Zu diesem Zweck bietet AWS verschiedene Edge-Services an, wie zum Beispiel AWS Wavelengths sowie Outposts. So erlaubt Wavelengths eigene Anwendungen an die 5G-Knotenpunkte der Telekommunikationsanbieter einzubetten, für Latenzen im Bereich weniger Millisekunden. AWS Outpost dagegen ist ein Service, der einen Teil der AWS-Infrastruktur, Services, APIs und Tools in Ihrem Rechenzentrum vor Ort, sprich On-Premise, nutzbar machen. Auf diese Weise kann man zum Beispiel die klassischen SAP-Lösungen wie SAP Manufacturing Execution bequem und nahtlos über AWS-Technologie im Shopfloor laufen lassen. Als nächstes geht es um das Abspeichern der Daten in einem möglichst effizienten Speichermedium. Hier sprechen wir oft von so einem sogenannten Data Lake, einem Ort, an dem die Rohdaten aus den verschiedensten Quellen zusammengeführt werden können. Unser Service Amazon S3 ist hierbei heute der de facto Standard für Langzeitspeicherung und Kosteneffizienz. Der nächste Schritt ist das Anreichern des Data Lakes mit anderen Datenquellen, speziell den sogenannten Systems of Record. Das sind insbesondere die Kern-SAP-Systeme, sei es ein ERP- oder BW-System. Klar, wo liegen heute wichtige Asset-Daten, Qualitätsmerkmale oder aber Details zu Produktionsabläufen? Die SAP Business Suite sollte hierbei demnach ein natürlicher und integraler Bestandteil jeder Industrial IoT-Architektur sein. Zu diesem Zweck eignet sich insbesondere das SAP Asset Intelligence Network, was Dominik und Alexander näher vorstellen werden, gerade auch um die Brücke zu bilden, moderne analytische Fähigkeiten in unserem Machine Learning Stack auszunutzen, das heißt die eigentliche Datenauswertung und Analyse, oder aber im Rahmen eines digitalen Zwillings das Ganze optimal visuell aufzubereiten. Im Übrigen lässt sich darüber hinaus auch wunderbar die SAP Analytics Cloud mit den AWS-Services verbinden. Am Ende des ganzen Prozesses steht dann der Feedback Loop, das heißt die gewonnenen Erkenntnisse, Algorithmen oder Regeln an den verschiedenen Stellen im Prozess anzuwenden bzw. zurückzuspielen. Das können technisch also die SAP-Systeme selber sein oder aber auch Maschinen bzw. Anwendungen im Shopfloor. Das ist da, wo wir von Edge Computing reden würden. All dies ist mit SAP und AWS-Technologie möglich und einfacher als je zuvor. Zusammengefasst, was leistet hier AWS? Im Vergleich zu SAP liegt unsere Stärke nicht im Bereich von Standard-Business-Anwendungen oder gar vorgefertigten Geschäftsprozessen. Nein, wir fokussieren uns auf universelle technische Bausteine, die es Kunden ermöglichen, industrielle Gesamtlösungen umzusetzen. Mit unseren über 175 Services auf der AWS-Plattform, den verschiedenen Sicherheitslayern, unserer Innovationskraft im Bereich Machine Learning und künstlicher Intelligenz stellen wir den idealen Baukasten für die lückenlösende Verknüpfung von Shopfloor, das heißt Edge, hin zur Cloud, gerade auch unter Verwendung all der bestehenden und vorherrschenden SAP-Lösungen und Tools. Wir versuchen, IT experimentierbar und planbar zu machen, durch beispielsweise Serverless-Technologie. Das heißt, keine Verwaltung oder dem Patchen von Servern mehr, sowie ein Bezahlmodell, bei dem nur für die tatsächlich genutzten Ressourcen abgerechnet wird. Mehr als je zuvor erlaubt das Kunden, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, um von den neuesten IT-Möglichkeiten zu profitieren. Dies reicht aber noch nicht aus. Neben der eben schon erwähnten Kollaboration mit den führenden Geräteanbietern im Industrial IoT-Umfeld besitzen wir ein großes Portfolio an umfassenden Partnerlösungen, die Kunden erlauben, schnell und einfach von all diesen Fähigkeiten zu profitieren. Ich freue mich da ganz besonders, dass wir heute hier mit der SAP zusammen die Industrial IT Cloud unseres Partners Syntax vorstellen können. Die Syntax hat sich dabei insbesondere auf die Integration mit SAP-Systemen und der kundenindividuellen Anpassung typischer Use Cases im IoT-Bereich spezialisiert und zeigen so auf herausragende Weise, wie eine Best-of-Breed-Architektur mit SAP-Lösungen und AWS-Technologie aussehen sollte.
Dominik, kannst du uns zeigen, was Ihr Kunden hier Tolles out of the box anbietet? Ich danke dir, Marcel. Auf jeden Fall, das kann ich machen. Aber zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen und erstmal Syntax vorstellen. Syntax ist ein globaler IT-Dienstleister mit rund 1300 Mitarbeitern. Entstanden sind wir durch den Zusammenschluss aus drei Unternehmen: der Freudenberg IT, ansässig in Weinheim in Deutschland, der Emerald Cube aus den USA und schließlich unserer namengebenden Entität der Syntax aus Kanada. Wir vereinen über 45 Jahre Technologieerfahrung in verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel Managed Public Cloud and Private Cloud Services. Hier kümmern wir uns beispielsweise um den Betrieb Ihres SAP-Systems in unseren eigenen Rechenzentren oder auch in der AWS Cloud. Wir haben aber auch End-User Services, die sich zum Beispiel um AMS kümmern oder auch um Workplace as a Service. Wir haben Professional Services, die sich um SAP und Workplace Consulting kümmern. Aber schließlich haben wir auch Digital Manufacturing, was heute hier unser Fokus sein wird. Im Bereich der digitalen Fertigung haben wir über 25 Jahre Erfahrung. Begonnen hat das Ganze mit unserer eigenen Lösung, mit der sogenannten Adicom-Lösung. In 2013 aber haben wir uns dazu entschieden, umzusatteln auf SAP-Technologien und das Ganze abzulösen. Im Speziellen arbeiten wir dort mit SAP ME und MII-Lösungen und haben sogenannte Solution Templates, die uns helfen, unsere Kunden mit geringerem Zeitaufwand nach vorne zu bringen. Über die Zeit haben wir gemerkt, dass neue Kundenanforderungen kommen, neue Herausforderungen im Markt entstanden sind und sich neue Geschäftsfelder aufgetan haben. Und diese neuen Geschäftsfelder sind Dinge wie zum Beispiel der digitale Zwilling, digitalisierte Produkte und letztendlich aber eben auch das Internet of Things, IoT. Basierend auf diesen Herausforderungen haben wir zusätzlich zu unserem Kerngeschäft, das Sie hier auf der linken Seite sehen, mit der SAP Digital Manufacturing Suite ein neues Geschäftsfeld identifiziert, unser sogenanntes Industrial IoT Portfolio. Innerhalb dieses neuen Portfolios, das wir jetzt schließen, haben wir zwei Use Cases identifiziert. Zum einen, unten in der Mitte zu sehen, unser Shopfloor-Szenario, bei dem wir Fabriken unserer Kunden mit weiteren Sensoren anreichern, aber eben auch Daten aus Maschinen ziehen, die weit über normale Betriebsdaten hinausgehen, Prozessdaten und ähnliches. Mit Hilfe von diesen Daten sind wir dann in der Lage, mit Machine Learning-Modellen und Datenanalysen neue Erkenntnisse aus diesen Daten zu generieren und Dinge herauszufinden, die unseren Kunden dabei helfen, zum Beispiel die Produktionsqualität zu verbessern. Normalerweise hört es an dieser Stelle auf für unsere Kunden. Sie haben ein Produkt produziert, es verlässt die Fabrikhalle und somit verlieren Sie das Produkt aus den Augen. Jedoch mit dem zweiten Szenario, dem sogenannten Connected Product Szenario, ist dies anders. Nach dem Verlassen der Fabrikhalle und dem Aufbauen und dem Integrieren dieses Bauteils, in dem Fall dem Elektromotor, bei einem Endkunden wird ein digitaler Zwilling erzeugt und dieser digitale Zwilling wird angereichert mit Live-Daten dieses Motors. Das bedeutet, wir binden diesen Motor im Feld an und wissen auch, nachdem er in Betrieb genommen wurde, welche Zustände vorhanden sind. Basierend darauf lassen sich dann sogenannte Added Values, digitale Services dem Endkunden dieses Motors bieten. Wie zum Beispiel, ich kann voraussagen, wann so ein Motor gegebenenfalls gewartet werden muss oder wann vielleicht sogar der Motor getauscht werden muss, da es ein neues Modell gibt, das vielleicht weniger Strom verbraucht. Gemein haben diese beiden Use Cases die Infrastruktur, die wir dafür benötigen. Zum einen brauchen wir eine IoT-Gateway-Infrastruktur, um Daten zu sammeln. Diese Daten werden dann auf Edge-Ebene aggregiert, das heißt gesammelt, voranalysiert, aber auch gefiltert. Somit müssen wir nicht jeden Datenpunkt in die Cloud übertragen, sondern können vorher sagen, brauchen wir jetzt genau diesen Datenpunkt oder eben nicht. Angekommen in der Cloud verwenden wir ein sogenanntes Data and Device Management, um Daten zunächst zu orchestrieren und in der Lage zu sein, sich auf Geräte im Feld und im Shopfloor verbinden zu können. Diese Daten fließen dann weiter in die verschiedenen Softwarekomponenten, die wir verwenden. In dem Fall verwenden wir auf der einen Seite AWS-Technologie in Verbindung mit SAP-Technologie.
Zentral hierbei ist das sogenannte SAP Asset Intelligence Network, zu dem die Alexandra gleich noch ein paar Worte verlieren wird. Hier verwenden wir das Asset Management. Zum anderen haben wir aber auch noch eine Lösung von einem Mannheimer Startup, IOXP, zur Unterstützung von Augmented Reality Umgebungen, auf das ich jetzt heute nicht noch weiter eingehen möchte. Das dritte und in dem Fall unser Kerngeschäft sind aber die sogenannten Syntax IoT App Templates. Was versteht man unter einem Syntax IoT App Template? Ein Syntax IoT App Template beinhaltet eine 80-prozentige Lösung. Das heißt, wir fangen eben nicht bei Null an, wenn wir in eine individuelle Kundenentwicklung gehen. Und was wir dann tun mit dem Kunden zusammen, wir erarbeiten die Herausforderungen des Kunden und die Anforderungen und passen entsprechend unsere App-Templates auf die Anforderungen des Kunden genau an. Somit fangen wir nicht bei Null an und haben eine schnelle Zeit, um unseren Kunden an den Markt zu bringen. Kurzum, wir vereinen Cloud-Technologie mit unserer IoT-Expertise und versuchen somit, neue Technologietrends zu vereinfachen und unseren Kunden verfügbar zu machen. Aber nun möchte ich an Alexandra weitergeben, die uns jetzt mehr zum Asset Intelligence Network sagt. Ja, vielen Dank, Dominik. Ich möchte jetzt den digitalen Zwilling aus Sicht von SAP vorstellen und damit verbunden auch das SAP Asset Intelligence Network. Dazu gehe ich aber nochmal einen kleinen Schritt zurück und möchte auf den Produktlebenszyklus schauen. Betrachten wir ein entstehendes Produkt ganzheitlich, so betrachten wir die gesamte Digital Supply Chain, so wie wir es nennen. Das beginnt schon bei der Designphase, in der das Produkt entwickelt wird, über die Planung rund um das Produkt, das bedeutet die Kapazitätsplanung und die Demandplanung gemäß historischer Daten. Und wenn das Produkt dann bestellt wird, wird es gefertigt und zum Kunden ausgeliefert. Und dort agiert der Kunde dann als Operator, also als Betreiber des Produkts. Wie wir hier auch sehen, es werden Informationen von Herstellern zum Produkt generiert. Modelldaten, Maße, vielleicht auch 3D-Ansichten oder empfohlene Wartungspläne für den Betreiber. Und der Betreiber kann dann weitere Informationen aus dem laufenden Betrieb anreichern. Betriebszeiten, relevante Prozessparameter wie Temperaturen oder Druck, die Auswirkungen auf die Laufzeit des Produkts haben können. Diese Informationen werden dann benötigt, um die Performance dieses Assets zu messen und überwachen oder vorherzusagen, wann eine Wartung tatsächlich nötig ist. Diese Informationen reichern wir dann in einem digitalen Zwilling an. Der digitale Zwilling ist mein Single Source of Truth. Das bedeutet, das ist das digitale Abbild des physischen Assets, das dann beim Kunden im Betrieb ist, mit allen Daten angereichert, die ich benötige. Um die Informationen von Hersteller und Betreiber auch zusammenzubringen und stets aktuell zu halten, brauche ich eine Plattform, auf der ich kollaborieren kann, zu diesem Asset, zu diesem digitalen Zwilling. Hier sehen wir das Prinzip unseres SAP Asset Intelligence Network. So nehmen wir das Beispiel auf, das Dominik schon gebracht hat, eines Motors. Der Hersteller kann hier alle Informationen zu seinem Modell, also die grundlegenden Informationen zu dem Motorenmodell, und zum tatsächlichen Equipment, das bedeutet das Modell, das Stück, das tatsächlich beim Kunden dann vom Kunden gekauft und dort betrieben wurde, diese Daten kann er dann bereitstellen. Der Kunde, der Betreiber, kann wie gesagt dann den digitalen Zwilling mit weiteren Daten anreichern. Und auch Service Provider oder andere Stakeholder können Zugriff erhalten. Als Beispiel, Sie beauftragen eine externe Firma X mit der Wartung Ihrer Anlagen und dieser Service Provider, also diese Firma X, führt dann die Wartung durch, tauscht Ersatzteile aus, macht Aufzeichnungen zu den Wartungsvorgängen etc. Früher konnte es durchaus auch passieren, dass Teile mal in einem vorherigen Wartungsvorgang getauscht wurden und es in keiner zentralen Stelle vermerkt wurde oder nicht ins System eingetragen wurde. Und so weiter. Hier im Netzwerk greift jeder auf diesen einen zentralen Datensatz zu, das heißt diese zentrale Information von Hersteller und Betreiber und kann dann alle aktuellen Daten in diesem digitalen Zwilling aufrufen und mit seinen Ergebnissen wiederum ergänzen.
Das heißt, in diesem Zusammenhang müssen wir zum einen immer betrachten, aus welcher Perspektive man auf den digitalen Zwilling schaut und darauf zugreift. Für den Hersteller bietet das Kollaborationsnetzwerk auch die Möglichkeit, ihren Endkunden Services anzubieten. Zum Beispiel, indem sie die Produkte gemäß ihrer Erfahrungswerte für den Betreiber überwachen. Dazu können auch Apps entwickelt werden, die über das SAP Asset Intelligence Network bereitgestellt werden. Dazu gebe ich Ihnen mal ein Beispiel eines Kunden von uns. Ein Hersteller von Durchflussmessern hat seine gesamten Produkte digitalisiert. Das bedeutet, dieser Hersteller hat im SAP Asset Intelligence Network alle seine Durchflussmesser mit den unterschiedlichen Informationen zu Modell und Equipment hinterlegt und kann diese mit seinen Kunden sharen. Das Besondere daran, zum einen haben diese Durchflussmesser hunderte von Sensoren verbaut, sodass sie sehr viele Daten erfassen können aus dem Betrieb. Gut für den Kunden. Zum anderen müssen die Durchflussmesser kalibriert werden, bevor sie zum Kunden ausgeliefert werden können. Das kann wiederum nur von dem Hersteller gemacht werden. Das heißt, die Durchflussmesser werden kalibriert, nachdem sie produziert wurden und dann in diesem Stand zum Kunden ausgeliefert. Wird der Durchflussmesser nun verbaut, können über die Sensoren viele Daten erfasst und ausgewertet werden. Der digitale Zwilling wird also mit den Daten aus diesem realen Betrieb angereichert. Das Know-how über den Zeitpunkt, wann eine neue Kalibrierung notwendig ist oder wann eine Wartung notwendig ist, liegt beim Hersteller. Aufgrund der Erfahrungswerte und der Informationen eben zu den Kalibrierungen oder zu den Wartungen kann der Hersteller dann durch die Daten, die er aus dem Betrieb bekommt, vorhersagen, wann die nächste Wartung notwendig ist oder wann tatsächlich auch eine neue Kalibrierung notwendig sein kann. Der Hersteller hat also eine App gebaut, in der er die Daten der Durchflussmesser direkt in AIN, also in dem Asset Intelligence Network integriert, anzeigt. Also der Kunde bekommt diese angezeigt. In dieser App wird zum einen anhand der Sensorik die Performance gemessen und integriert auch Predictive Maintenance Szenarien und Machine Learning Algorithmen, die dann errechnen, wann die Wartungen tatsächlich notwendig sind und dann über ein Datum auch tatsächlich angezeigt werden. Diese Werte kann nur der Hersteller auswerten und daher kann er nun zum einen die App und auch zusätzliche Services aufgrund der Daten anbieten. Zum Beispiel, wann ein Ersatzgerät beim Kunden sein muss, weil es vielleicht kalibriert werden muss, was, wie gesagt, nur der Hersteller tun kann. Das heißt, er macht schon einen Terminvorschlag und schickt seinen Techniker zu seinem Kunden, um ein Ersatzgerät einzubauen und das eigentliche Equipment auszubauen und zum Hersteller zu bringen, um es neu zu kalibrieren. Diese Services sind jetzt nur möglich, wenn man über den digitalen Zwilling auf der Single Version of Truth kollaboriert. Und auch der Betreiber selbst kann eigene Apps bauen und dazu auf die Daten des digitalen Zwillings zugreifen. So, jetzt habe ich viel theoretisch erklärt. Um das Ganze jetzt aber nochmal greifbarer zu machen, übergebe ich nochmal an Dominik von Syntax, der das Ganze jetzt nochmal in einem praktischen Beispiel im System zeigen wird. Vielen Dank, Alexandra. Genau das werde ich jetzt tun. Nun möchte ich zuerst unser IoT-Portal anhand eines Kundenbeispiels zeigen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier bei einem Kunden, einem Elektromotorenhersteller, der nun über die Auslieferung des Elektromotors hinaus seinen Endkundenservices bieten möchte. Hier möchte ich aber noch kurz sagen, denken Sie sich hier nicht nur, dass es auf Elektromotoren begrenzt ist. Es könnten auch Produkte wie zum Beispiel Öfen, Tanks oder Pumpen angebunden werden und im Endeffekt das IoT-Portal daraufhin angepasst werden. Um dies zu realisieren, um diesen Use Case zu realisieren, haben wir nun die Verknüpfung von zwei verschiedenen Technologien. Auf der einen Seite, wie bereits erwähnt, von AWS und von SAP. Beginnen tue ich nun auf dem Motor selbst. Wie Sie sehen, unten links in der Ecke ist an dem Motor ein kleiner blauer Kasten verbaut, die sogenannte Messbaugruppe. Diese Messbaugruppe misst Werte vom Motor, 15 verschiedene Werte und überträgt diese Werte an ein IoT-Gateway. Dieses IoT-Gateway ist von uns konfiguriert und installiert und bietet nun auch sogenannte Edge-Logiken. Edge-Logik bedeutet, dass auf diesem Gateway Mechanismen installiert sind, die Daten entgegennehmen, diese Daten
analysieren, diese Daten bereits vorfiltern, um nicht jeden Datenpunkt in die Cloud zu schicken. Auch denkbar ist hier, dass bereits Machine Learning-Algorithmen ausgeführt werden, um schnell reagieren zu können und Daten nicht zuerst in die Cloud senden zu müssen. Von dieser Edge Computing-Komponente aus geht es nun im ersten Schritt in ein Device Management. Das Device Management fungiert als Möglichkeit, sich zurück auf das Gateway und auch auf die Messbaugruppe verbinden zu können und somit in der Lage zu sein, Konfigurationen vorzunehmen oder eben auch Firmware-Updates durchzuführen. Im nächsten Schritt gehen die Daten in unser Data Store Management. Hier werden Daten zunächst sortiert, gesammelt, aber eben auch orchestriert und an die verschiedenen Punkte gebracht und in die verschiedenen Anwendungen weitergeleitet. Im letzten Schritt werden die Daten dann in die verschiedenen Anwendungen gebracht. Hier in unserem Beispiel in unsere SAP-Anwendung, in das SAP AIN, um eben den gerade eben beschriebenen digitalen Zwilling nun mit weiteren Informationen anzureichern. Das bedeutet, im Fall unseres Kunden war das Ziel, einen digitalen Zwilling zu erzeugen und diesen zugänglich zu machen für die Endkunden. Das heißt, gesammelt werden jetzt hier sämtliche Dokumentationen sowie auch die Historie des Motors. Wo wurde er gebaut? Wo wurde er verbaut? Wurde er vielleicht mal woanders hin verbaut, von der einen Lage in die andere Anlage? Darüber hinaus reichern wir nun das SAP AIN Daten, die wir in die Cloud senden, an. Das heißt, wir können Live-Daten abgreifen, uns Live-Daten anschauen, aber damit nicht genug. Wir können eben auf den Live-Daten noch Auswertungen durchführen, können Thresholds erkennen, das heißt Schwellwerte. Wenn Schwellwerte überschritten werden, kann darauf reagiert werden. Und es können dann weitere Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel es können Ersatzteile bestellt werden. Dies bedeutet, über Anomalitätserkennung wird erkannt, dass ein defekter Motor vorliegt und dass ein gewisses Ersatzteil gebraucht wird. Nun möchte ich beginnen, Ihnen unser Syntax IoT Portal anhand eines Beispiels zu zeigen. Das ist die Einstiegsseite, die Sie vorfinden, wenn Sie sich einloggen möchten. Hier geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Diese Haupteinstiegsseite gilt eben für den Hersteller des Motors, aber auch eben für deren Endkunden. Auf der Seite, die Sie nach dem Einstieg finden, sehen Sie nun einen Überblick über die Anwendungen, die für Sie freigegeben wurden. Das bedeutet, im Hintergrund von unserem IoT-Portal befindet sich eine Benutzerverwaltung, wo Administratoren Nutzern Zugriffsrechte auf die verschiedenen Anwendungen geben können. In unserem Beispiel hier sehen wir nun vier Kacheln. Die zwei Kacheln Asset Management und Data Analytics werden die beiden Kacheln und Templates sein, die ich im Detail beschreiben werde. Die anderen beiden Kacheln, das SAP Intelligence Network sowie die Remote Device Management, darauf werde ich nicht weiter eingehen. Jedoch befindet sich hinter dem SAP Asset Intelligence Network ein Absprung in das SAP-System. Das heißt, für die Nutzer, meistens dann vom Hersteller, die wirklich detailliert in das SAP AIN direkt eingreifen möchten, befindet sich hier dieser Absprung. Und genau das Gleiche gilt eben auch für das Remote Device Management. Hier befindet sich ein Absprung in ein Remote Device Management, mit der ich dann wiederum in der Lage bin, als Administrator mich auf Geräte, auf IoT-Gateways oder eben auch auf Sensoriken zu verbinden und diese zu konfigurieren. Wichtig hierbei ist, dass unser Portal an unsere Kunden angepasst wird. Das bedeutet, Look and Feel wird eben nach Stylesheets unserer Kunden individuell umgebaut. Nun gehen wir einen Schritt weiter und ich möchte Ihnen zunächst unser Asset Management Template präsentieren. Das ist die Haupteinstiegsseite unseres Asset Management Templates, das eben auf SAP AIN Technologie basiert. Das bedeutet, im Backend läuft nun SAP AIN und wir verwenden die Daten, die in diesem AIN eingepflegt werden. Auf der Haupteinstiegsseite im Fall unseres Motorbeispiels sehen Sie jetzt nun, dass Sie hier über verschiedene Locations verfügen, die Sie zunächst auswählen können und dann je Location eine Overview-Page haben. Auf dieser Overview-Page können Sie sehen, wie der Status Ihrer Equipments ist. Gibt es Equipments, die in einem kritischen Status sind oder ist mit den Equipments alles in Ordnung? Das können Sie auf einen Blick hier sehen.
oder eben auch die sogenannten Notifications. Das bedeutet, habe ich Notifications mit einer hohen Priorisierung? Das bedeutet, da ist es vielleicht mal wichtig nachzuschauen, ob irgendwelche Defekte vorliegen oder ob Handlung notwendig ist. Wenn wir nun einen dieser Assets auswählen, springen wir auf die Asset-Page selbst. Das bedeutet, nun bin ich auf einem der Motoren selbst. Hier habe ich jetzt die Struktur, Notifications, Drawings und Documents und die Kommunikation als verschiedene Tabs. Aber oben darüber befindet sich zunächst einmal ein Bild des Motors, die ID des Motors, der Typ, die Location, wo dieser Motor steht und eben auch der Status des Motors. In unserem Struktur-Tab finden wir Komponenten, aus denen der Motor zusammengebaut ist, sowie auch Ersatzteile, die eben bestellbar sind und die ich dann nachrüsten und ersetzen kann. Wichtig hierbei ist, dadurch, dass wir Live-Daten in unser System einbringen, sind wir nun in der Lage, mit Datenanalysen und mit Machine Learning-Algorithmen die Live-Daten so zu analysieren, dass wir erkennen können, ob es vielleicht notwendig ist, dass sie gewisse Ersatzteile nachbestellen. Somit haben wir hier diesen sogenannten Advised Stock Quantity. Anhand dessen können wir sagen, Sie brauchen beispielsweise ein neues Lager, weil dieses Lager gegebenenfalls ausgeschlagen ist. Und dieses wurde eben erkannt über Machine Learning Algorithmen. Auf der einen Seite kann das als Notifikation an Sie gesendet werden, dass Sie das nachbestellen sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, dass diese Ersatzteile autonom nachbestellt werden von diesem Mechanismus. Wenn wir nun auf das nächste Tab gehen, sehen wir das sogenannte Notifications Tab. Hier sehen wir, haben wir zwei Möglichkeiten, um Notifications einzutragen. Zum einen die manuelle Art und Weise, das heißt, wenn ein Service Provider oder ein Nutzer einen Defekt meinetwegen erkennt, kann er hier händisch eine Notifikation eintragen. Auf der anderen Seite, ähnlich wie gerade eben beschrieben bei den Ersatzteilen, gibt es aber auch die Möglichkeit, dass diese Notifikationen automatisch durch die Datenanalysen der Live-Daten erstellt werden und hier eingetragen werden. In unserem Beispiel sehen wir jetzt hier, dass die Temperatur an einem Punkt zu heiß war und dass hier wohl Handlungsbedarf vorliegt. Somit weiß der Service Provider oder eben auch der Betreiber der Anlage jetzt, hier muss eingegriffen werden. Angelehnt an das AIN, an die Grundfunktionalität des AINs, bietet der nächste Tab Drawings and Documents die Möglichkeit, Dokumente abzulegen. Das heißt, wir haben hier ein Repository für sämtliche maschinenrelevanten Dokumente. Wir haben also nicht mehr den Fall, dass wir in Ordnern wühlen müssen, um eine Explosionszeichnung zu finden, sondern wir haben hier alles zentralisiert mit dem digitalen Zwilling verbunden. Zu guter Letzt, auf dem letzten Tab sehen wir hier den sogenannten Communication Tab. Hier haben wir eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem Hersteller sowie dem Kunden. Das heißt, wenn der Hersteller Announcements machen möchte und möchte zum Beispiel sagen, es gibt neue Modellinformationen oder ein Service Provider hat ein Teil gewechselt an Ihrem Motor, dann kann das über diese Announcements hier als Information an den Besitzer des Motors übertragen werden. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, dass Kunden Anfragen an den Hersteller senden. Das ist eben unter dem Punkt Customer Request zu finden. Das war nun das Asset Management Template. Das zweite Template, über das ich sprechen möchte, ist das sogenannte Data Analytics Template. Im Speziellen für unsere Motoren sammelt dieses Data Analytics Template nun die Live-Daten des Motors und zeigt diese eben in unserem Portal an. Wir sind jetzt wieder auf unserem einzelnen Motorblick hier und können auch schon sehen, wir haben einen Überblick, ob der Motor gerade derzeit verbunden ist oder nicht und ob das Gateway verbunden ist oder nicht. Darunter befindet sich der Device-Status. Das heißt, ich kann sehen, wie viele Betriebsstunden hat der Motor gehabt, wie viele Startzyklen hatte der Motor und wie viel Energie hat der Motor verbraucht. Aber eben auch, was wichtig ist, ich kann sehen, ob es gewisse Alerts gab, die in den letzten 24 Stunden aufgetaucht sind für meinen Motor. Das heißt, es sind die wichtigsten Informationen auf einen Blick.
Wenn wir jetzt runterscrollen auf der Seite, können wir auch noch sehen, wie der Operationszustand des Motors ist. Das heißt, wie viel Strom verbraucht der oder wie viel Temperatur hat der Motor gerade. Aber was wir auch noch hier haben, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ist der sogenannte Chart View, den wir hier unten sehen, mithilfe dessen wir in der Lage sind, historische Daten anzuschauen. Das heißt, wir können die Daten auswählen, die wir betrachten wollen, können den Zeithorizont auswählen und können uns diese Daten betrachten. Können dann auch anzeigen lassen, wann verschiedene Alerts erschienen sind innerhalb dieses Zeithorizonts und können dann mit geschulten Mitarbeitern, die Ahnung haben, die Domänenwissen haben zu dem Motor, können diese Mitarbeiter schon Aussagen darüber treffen. Damit nicht genug, weil selten will man sich vor diese bunten Bildchen setzen und möchte sich durch historische Daten wühlen. Es gibt eben im Hintergrund noch eine sogenannte Rules Engine, mit der man spezielle Schwellwerte setzen kann, wo ich zum Beispiel sagen kann, wenn mein Stromverbrauch des Motors in den letzten 10 Minuten im Durchschnitt über einem gewissen Schwellwert lag, bitte sende mir dann eine Nachricht oder mache irgendwas in einem anderen System. Diese Daten bilden wiederum die Basis für unsere weitergehenden Datenanalysen, das heißt für Predictive Maintenance. Als letztes möchte ich Ihnen einen Einblick geben, wie wir Machine Learning angehen. Oftmals wird das Gefühl vermittelt, Machine Learning ist nur eine Sache dessen, dass man ein paar Daten sammelt, auf den Knopf drückt und man hat schon einen Mehrwert. Das ist aber leider nicht so ganz einfach. Deswegen haben wir hier so einen kleinen Workflow entwickelt, wie wir da vorgehen. Zunächst haben wir Datenquellen, von denen wir Daten abziehen müssen. Das sind die ersten zwei Teile hier, Data Sources, und wir packen eben diese Daten in ein Data Lake. Diese zwei Schritte dauern eigentlich am längsten, da wir über einen gewissen Zeitraum Daten sammeln müssen, um gewisse Ereignisse in diesen Daten auch vorzufinden, um später Mehrwerte aus diesen Daten generieren zu können. Die folgenden Schritte sind dann Schritte der Konvertierung der Daten, der Kombinierung der Daten und letztendlich auch der Evaluation der Daten. Und da setzen wir uns mit Ihnen als Domänenexperte über Ihre eigenen Maschinen zusammen und versuchen, neue Erkenntnisse aus diesen Daten zu finden. Basierend auf diesen Erkenntnissen füttern wir dann unsere Machine Learning-Modelle, die dann in der Lage sind, Sachen zu tun, wie automatisch Ersatzteile zu bestellen, die Beispiele, die ich gerade eben schon genannt habe. Zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt noch einen Einblick geben, wie wir all dies umsetzen. Ich möchte nicht zu technisch werden, jedoch möchte ich auf unsere Syntax IoT Reference Architecture ein wenig eingehen. Auf der linken Seite finden Sie die Factory mit dem Industrial Equipment. Das heißt, es kann in dem einen Fall der Shopfloor sein, aber eben auch das Connected Product. Auf der rechten Seite finden Sie dann die AWS Cloud und eben auch die Technologiebausteine der SAP. Nun sendet das Industrial Equipment die Daten über diese Edge-Komponente, über die wir schon gesprochen haben, in die Cloud. Den unteren Teil, den Sie hier sehen können, dieser Teil ist ausschließlich dafür da, um das sogenannte Condition Monitoring zu machen. Das heißt, Datenströme kommen hinein, Daten werden analysiert, werden überprüft, ob gewisse Thresholds überschritten sind oder nicht, und dann werden entsprechend Aktionen daraus abgeleitet. Diese Daten werden dann aber eben auch in den sogenannten IoT Data Space gelegt, der einem Data Lake ähnelt, aber für den Bereich IoT spezialisiert ist. Sollten gewisse Sachen eintreten, können aber eben auch Backend-Systeme darüber informiert werden, wie zum Beispiel das SAP AN, was Sie hier auf der rechten Seite sehen. Das bedeutet, die Alarme, die generiert werden, werden automatisch auch in Ihren digitalen Zwilling hier eingepflegt. Zurück ziehen wir aber natürlich auch Daten aus AIN heraus über gewisse Komponenten in AWS und füttern diese auch wiederum in unseren Data Space. All das machen wir dann verfügbar für unsere Kunden über das IoT-Portal, was ich gerade vorgestellt habe, das wiederum von unseren Endkunden über verschiedene Endgeräte, wie zum Beispiel mobile Endgeräte, Laptops, aber eben auch HMIs im Shopfloor abgegriffen werden kann. Hat unser Kunde Power-User, die sich wirklich auf Basis von Business Intelligence Tool mit den Daten selbst auseinandersetzen möchten, bieten wir auch hier
die Möglichkeit, per QuickSight auf die Daten direkt zuzugreifen und eben mit den Daten zu spielen. Als letztes möchte ich dann noch darauf hinweisen, dass wir hier eine On-Premise-Verbindung zu gewissen ERP- oder MEMI-Systemen haben. Was hier geschieht ist, wir haben oft beobachtet, dass bei Kunden nicht nur Betriebsdaten in diesen Datenbanken abgespeichert werden, sondern eben auch Prozessdaten und Sensordaten. Das heißt Daten, die eigentlich nicht in diese Datenbanken hineingehören. Dafür haben wir Syntax Shopflow Connect entwickelt. Dieser greift diese Daten aus diesen Datenbanken ab, um diese etwas zu entlasten, sendet diese in die Cloud und speichert diese Daten eben auch in dem sogenannten IoT Data Space ab. Dort werden dann auch Mehrwerte aus diesen Daten generiert und diese Mehrwerte werden zurückgespeist in die Systeme. Das entlastet zum einen die Datenbanken und zum anderen können wir neue Werte generieren. Das bringt mich nun auch schon zum Ende meiner Präsentation. Ich möchte mich auf jeden Fall zunächst bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit, aber möchte kurz noch sagen, was sind nun die nächsten Schritte? Wie können Sie heute noch starten? Eine Möglichkeit ist, mich zu kontaktieren, mir eine kurze Beschreibung zu senden über Ihr Problem oder Ihren Use Case, den Sie haben. Und dann können wir Ihnen sehr gerne einen kostenlosen IoT-Beratungsworkshop anbieten. Vielen Dank und bis bald.